dauert das heute mal wieder lange. Ah, geh weg da. Na, scher dich weg, du hässlicher Köter. Halten Sie doch Ihren Hund endlich mal fest. Das ist hier ein Wartezimmer und keine Spielwiese. Wozu ist denn das Schild dort angebracht? Tut mir furchtbar leid, aber mein Hund kann das noch nicht lesen. Ist wahr, ich gebe mir schon die größte Mühe mit ihm. Aber wenn ihn Wort mehr als 5 Buchstaben hat, dann bringt er alle durcheinander. Deshalb bin ich nämlich gerade hier beim Doktor. Das Aas soll endlich lesen lernen. Also wenn Sie glauben, Sie könnten sich über mich lustig machen. Entschuldigen Sie mal, Sie haben zuerst hässlicher Keter zu uns gesagt. Und sowas lässt sich in der Berliner Türe nicht schimpfen, ja? Der Nächste, bitte. Hallo, ja, hallo, was ist denn hier los? Also, das geht aber nicht. Percy, komm sofort zurück. Sie müssen besser aufpassen, gnädige Frau. Die Tiere dürfen hier nicht frei herumlaufen. Deshalb habe ich ja das Schild da oben anbringen lassen. Entschuldigen Sie, Herr Doktor. Percy muss mir aus dem Halsband geschlüpft sein. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ich sag ja nur, besser aufpassen. Sie sind dran, Frau Schumacher. Nein, dann kommen Sie rein. Percy! Was fällt dir denn ein? Was schönes, Mulle. Es geht wirklich über meine Kraft, Herr Doktor. Ich habe Katzen auch sehr gern. Aber mein Mann, meine beiden Töchter, die sind ja geradezu katzenverrückt. Es können nicht genug sein, meinen sie. Gut, 2 oder 3, die ließ ich mir ja gefallen. Aber wo man bei uns hintritt, überall junge Katzen. Und alle Vierteljahre kommen neue dazu. Gewiss, man hat nicht das Herz, sie umzubringen. Aber wer nimmt sie einem ab? Herr Doktor, kann man unsere Mulle denn nicht sterilisieren? So geht das doch nicht weiter. Natürlich kann man das, Frau Schumacher. Ich wollte Ihnen das schon raten. Nur das ist ein größerer Eingriff. Mulle bekommt eine Vollnarkose. Und das ist nicht schlimm, gar keine Nachwirkung überhaupt nicht. Nur, ich bin im Moment allein. Meine Frau bringt Bärbel zur Bahn. Ach, Bärbel verreist? Naja, das ist nun schon ein größerer Ausflug. Ihre erste Stelle in Bonn, im Auswärtigen Amt als Dolmetscherin. Schauen Sie mal an. Ja, ja, die Kinder wachsen heran, Frau Schumacher. Also, wie gesagt, wenn Sie eine gute halbe Stunde Zeit hätten, nicht mal bis meine Frau wieder hier ist. Aber ja, Herr Doktor, dann warte ich noch. Ich setze mich draußen noch mal hin. Mein Mann hat sowieso heute Spätdienst. Was machst du denn hier? Ja, sag mal, frisst du das ganze Fleisch weg? Bist du denn ein Satansbraten, du... Wo kommst du überhaupt her? Bist du nicht der Johnny? Johnny! Johnny! Oh. Ach, da ist er ja. Guten Tag, Frau Lenchen. Beinahe wäre unser Mittagessen futsch gewesen. Er war schon ziemlich nah am Fleisch dran. Du, dann hättest du aber was erlebt. Als ich über den Hof ging, also plötzlich war er weg wie der Blitz. Ich dachte mir schon, dass er in die Küche gerannt ist, weil Bärbel ihm doch immer was gegeben hat. Na, die ist hier nur weg. Komm, ist die schon weg? Ja. Ich dachte, die fährt erst morgen. Ich wollte ihr noch auf Wiedersehen sagen. Na, dann kommen sie nur zu spät. Das war vielleicht eine Heulerei heute Morgen. Setz mich dazu, Lieschen. Danke, na komm. So. Beim Frühstück haben sie sicher noch zusammengenommen, nicht? Aber dann, wie ich die Koffer runtergetragen habe, da hat Bärbel angefangen zu weinen. Und dann die Frau Doktor auch. Und wie der Herr Doktor so tröstet, wollte, hat er auch geweint und dann ging es bei mir auch los. Aber Frau Lenchen, Bonn ist doch nicht aus der Welt. Außerdem, Bärbel kann doch immer übers Wochenende herkommen. Urlaub kriegt sie doch da auch. Wenn es mal so anfängt, in der Familie zu bröckeln. Nee, außerdem ist doch Uli noch da. Ja, aber wenn der sein Abitur hat, dann geht er doch studieren, dann ist er auch weg. Und wer weiß, wie lange ich noch auf diesem Stuhl hier sitzen werde. Können zwar nichts. Was denn, wollen Sie auch weg? Weiß man, wie es kommt? Das reißt nicht ab, immer wenn man alleine ist. Moment, halt sie. Dr. Hofer? Herr Hürtgen? Ja. Na, ich weiß. Ja, Sie waren ja mit Ihren Hunden bei mir. Was gibt's denn? Ach, du großer Vater. Herzdame auch? Ja, Menschenskind, aber warum ruft denn nicht Dr. Kindler? Das ist doch euer Gestützarzt. Verreist, oder? Der hat's gut. Ja, ich kann jetzt hier nicht weg. Ich mache noch Praxis. Das Wartezimmer ist voll. Ich habe auch noch ein paar kleine Operationen. Ich könnte Nachmittag da sein. Ja, nun, das kann ich von hier aus nicht so sagen. Wenn es sich um Vergiftungserscheinungen handelt, vor allen Dingen jedes Futter absetzen. Gut, ja, ich komme so schnell ich kann. Wiedersehen. Mein J, nur müssen Sie gleich flitzen. Na ja, Sie haben ja gehört, 3 wertvolle Rennpferde, Vergiftungserscheinungen in Dobernheim, die kann man ja nicht krepieren lassen. Kriminell? Das weiß ich noch nicht, ich muss die Pferde erst sehen. So, Kollege, dann zeig mal her deinen Hintern. Oh, es ist aber schön still, Kulike.
drei, 50, 70, 90, sind 3, 90, 5 sind hin und 1 sind hin. Mahlzeit, Lenchen. Mahlzeit. Na, ist die Kleine gut weggekommen? Die fährt doch schon. Frau Doktor muss gleich zurück sein. Ich wollte eigentlich mit zum Bahnhof, aber ich hab's nicht geschafft. Ist denn die Schule schon aus? Nee, noch 2 Stunden Sport, Handball. Aber ich hab mir den Daumen verstaucht. Ich wollte da nicht rumsitzen. Was gibt's denn zu essen, Lenchen? Ach, gefüllte Paprika und grünen Salat, aber es dauert noch. Na ja, von mir aus. Haben die Tiere schon was bekommen? Nee. Wie geht's, Raudi? Besser. Denkt ihr, ist irgendwas? Schlechte Laune? Ach, was? Kummer? Na, warte mal. Hier, das ist für Benno und das ist für Raudi. Lebertran und Vitamine sind schon drin. Ist noch Fisch für Aslan da? Du kannst doch nichts mehr tragen. Ach ja, natürlich, gib her. Ja, sei vorsichtig, das stinkt. Ja, ich mach dir auf. Ja. So, nun knapp mal. Danke. So, das war 5 an hin, 1 im Sinn. Na, ihr weisen Kinder, wie geht's euch denn? Hä? Ja. Ihr kriegt nachher die Nuckelflasche. Aber noch seid ihr nicht dran, ich muss erst zu Aslan. Na, Aslan? Frische Seeforellen konnte ich leider nicht bekommen, aber einem geschenkten Barsch schaut man ja nicht hin. Ja, du weißt schon. Moment mal. Hallo Mutti. Ach, Ole, du bist schon zu Hause? Ja, kaputter Daumen. Ich konnte Sport nicht mitmachen. Ist Bärbel gut weggekommen? Mann, gerade so. Der Zug stand schon da, nichts wie rein und dann fuhr sie auch schon los. Ach, keine Leichenreden mehr? Ach, Ole, du bist schrecklich. Naja, auf dem Bahnsteig wird doch meistens noch Kohl geredet. Du, ich muss zu Aslan. So, Lenchen, Bärbel ist weg. Ich soll sie noch schön grüßen. Oh, danke. Was macht denn das Essen? Noch eine halbe Stunde. Na schön. War hier noch was? Nee. Sie sind ja so komisch, Lenchen. Ist was passiert? Oh nein, passiert ist nicht. Mit Ihnen ist doch was los. Noch Abschiedsschmerz und Bärbel oder hat sie meinen Mann geärgert? Lassen Sie, meine Frau Doktor, dazu haben wir momentan nicht Gelegenheit. Ich muss Mittag machen. Ist wieder was kaputt gegangen? Oder wollen Sie mehr Gehalt haben? Hm? Nein. Ach, nur sagen Sie schon, Lenchen. Sie haben doch was auf dem Herzen. Haben Sie Kummer? Haben Sie Sorgen? Hat Ihnen jemand was getan? Na, getan hat mir eigentlich keiner was, aber ich denke mir jetzt, wo Bärbelchen weg ist, da möchte ich auch gehen. Was? Ich möchte ihn kündigen, Frau Doktor. Kündigen? Sie wollen uns verlassen, aber um Himmels Willen, warum denn, Lenchen? Gefällt sie nicht mehr bei uns? Doch. Ja, ist Ihnen die Arbeit hier zu viel oder zu schwer? Aber nee, das ist es nicht. Hat Sie jemand gekränkt? Ach, nun reden Sie schon, Lenchen. Sie sind jetzt 4 Jahre bei uns. Was ist denn los? Wenn man das nur mit einem Wort sagen könnte. Sie sollen nicht denken, dass es mir hier nicht bei Ihnen gefällt. Aber ich denke jetzt, wo Bärbelchen weg ist, da kommt sie auf einen mehr oder weniger nicht mehr so an. Ich möchte nämlich heiraten, Frau Doktor. Heiraten? Ja. Ja, um Gottes Willen, wen denn? Herrn Walter, den Elektriker. Herrn Walter? Oh, also, Lenzi, ich bin ja sprachlos. Ja, kennt ihr euch denn schon so gut? Wir hatten als schon reichliche Gelegenheit dazu, ne? Ich wollte darüber nicht reden. Ja, aber warum denn gleich heiraten? Oder müssen Sie vielleicht? Frau Doktor, denken Sie doch sowas nicht, nee. Aber sehen Sie mal, ich war doch all 3-mal verlobt, nicht? Und nun bin ich ja auch in dem Alter. Und da denke ich mir, jeder Topf braucht sein Deckelchen. Und dann habe ich ja den Herrn Walter auch sehr gern. Na schön, Lenchen, ich habe ja auch nichts dagegen. Aber wann? Wann wollt ihr denn? Ich meine, habt ihr denn schon an irgendeinen Termin gedacht? Na ja, das mit der Heirat, das wird ja nicht so schnell werden. Aber nur möchte Herr Walter... Er hat doch ein neues Geschäft aufgemacht, nicht? Und nun fühlt er sich so allein. Und nun soll ich ihm helfen einrichten und ihn bekochen und betun. Dann wollen Sie also jetzt schon zu ihm ziehen? Ja, das möchte er weiter. Lenchen, wäre es da nicht besser, wenn Sie, ich meine, wenn Sie erst heiraten und dann kommt das andere, das Zusammenziehen und das Bekochen und... Ja, aber Sie wissen doch, wie die Männer sind. Die sagen heute ja und morgen nein. Und dann sollen ja erst die Schulden bezahlt werden. Also jetzt sagen Sie mir mal die Wahrheit, Lenchen.
Wollen Sie etwa dem Herrn Walter das Geld geben, damit er seine Schulden bezahlt? Er hat mich doch so oft danach gefragt. Und dann ist es ja so ein herzensguter Mensch, dem muss ich doch helfen. Und schließlich ist ja für uns beide, wir werden ja heiraten. Gerda! Ja, Gerda, was ist denn? Ich brauche dich. Ich denke mir, warum kommst du nicht zurück vom Bahnhof? Jetzt sitzt du hier und tratsch. Entschuldige, ich bin erst seit ein paar Minuten im Haus. Zieh den Kittel an, du musst die Praxis machen. Ich muss nach Dobernheim raus. Drei Rennpferde mit Vergiftungserscheinungen, die haben schon zweimal angerufen. Mein lieber Karl, du wirst dich bald daran gewöhnen müssen, die Praxis allein zu machen oder dir eine Assistentin zu engagieren. Lenchen hat uns eben gekündigt. Was? Gekündigt. Lenchen will heiraten. Heiraten? Bist du verrückt? Wen denn? Unseren Elektriker, Herrn Walter. Aber Lenchen, Goldkind, das kannst du uns doch nicht antun. Wir brauchen dich doch hier. Du bist doch die Seele vom Buttergeschäft. Also da reden wir noch. Nur jetzt nicht. Drei vergiftete Rennpferde, das ist mindestens so schlimm als heiraten. Komm. Du hast noch eine Menge zu tun. Frau Schumacher, mit Ihrer Katze habe ich schon nach Hause geschickt. Das machen wir morgen. Jetzt muss ich nur schnell die Tasche packen. Ja, und Lenchens Kündigung, bitte mach mir das doch mal zu, ja? Lenchens Kündigung nimmst du wohl überhaupt nicht ernst, was das für uns bedeutet. Aber da habe ich doch jetzt keine Nerven für, Bolos Alba. Ich muss wahrscheinlich eine Magenspülung machen. Du machst dir anscheinend gar nicht klar, dass hier alles zusammenbricht, wenn Lenchen weggeht. Warum soll denn alles zusammenbrechen? Und glaubst du, wir finden wieder ein anderes Mädchen, das kocht, putzt, wäscht und uns den ganzen Dreck wegmacht? Du solltest dir bloß mal das Wartezimmer ansehen, wenn die Sprechstunde vorbei ist. Das weiß ich. Eine Praxis ist kein Salon. Und dazu muss sie täglich noch ein halbes Dutzend Viecher versorgen. Das Telefon will beantwortet werden. Also, wenn Lenchen weggeht, dann gibt es eine Katastrophe. Mach dir keine Gedanken, mein Mädchen. Magen- und Schlundsäure. Ja. Brauchst du die Pumpe auch? Ja. Hier. So, sag mal, was ist das denn für ein Elektriker, den Lenchen heiratet? Ich weiß ja gar nichts. Da du mit deinen Apparaten ja mindestens einmal in der Woche einen Kurzschluss fabrizierst, habe ich ihn schon öfter mal kommen lassen müssen. Ja, dann bin ich also schuld an diesem Bund der Liebe. Hm? Aber sag mal, warum heiraten denn die nun gleich? Was? Wer will heiraten? Lenchen, Herrn Walter. Was denn, den Strippenzieher? Ja. Die hat wohl einen Vogel, das werde ich ihr sofort ausreden. Na, du bleibst hier mit deiner dummen Quatscherei, machst du bloß alles noch schlimmer. Das kommt ja gar nicht in Frage, das ist ja glatte Abwerbung. Ja. Abwerbung, richtig, wo gibt's denn sowas? Naja, da hat ihr wohl die Klingelleitung repariert und jetzt hat's bei ihr gebimmelt, was? Uli! Naja, ich bin ja aufgeklärt, nicht? Der gefällt mir nicht. Für den ist Lenchen viel zu schade. Fährst du noch weg? Ja, zum Rennplatz nach Dobernheim. Oh, nimmst du mich mit? Ah, meinetwegen, nimm ihn mit. Ja, danke, Mutti. Ich zieh mich nur rasch um. Wiedersehen, ihr zwei. Wiedersehen. Ja. So, wer war nun der Nächste? Wir sind dran. Frau Doktor, uns ist ein kleines Malheur passiert. Sie wissen doch, Percy hat's mit den Nieren. Ach, das macht nichts. Das gibt's bei uns zu. Du, Strick, du musst du denn auch sowas machen, hm? So. Oh, es ist mir schrecklich peinlich. Ach, das ist nicht so schlimm. Das Danke. Kommt fast jeden Tag vor. So, Frau Hoffmann, dann kommen Sie mal gleich mit rein. Bitte. Ob ich nicht doch lieber hier bleibe, Mutti, in der Praxis, helfen Sie es jetzt ganz allein. Nein, komm mal mit, ich kann dich da draußen gut gebrauchen. Mutter schafft das schon. Och, ist der schwer, der Zito. Frau Hoffmann, halten Sie ihn ganz kurz, ja? So, dann wollen wir mal die Pfote angucken. Tut's dir noch weh, Zito? Oh. Du bist ja ein so geduldiger Patient, nicht? Du bist ja der Beste, den es gibt. So, weißt du, wenn der Onkel Doktor auch nicht da ist, dann muss ich doch zeigen, was ich kann. Ja, fein, siehst du, das heilt ja jetzt alles wieder ganz schnell. So, und zur Belohnung bekommst du nachher ein Stück Hundekuchen. Und heute früh fängt es bei Herzdame genauso an. Ich habe es gleich bemerkt bei der Morgenarbeit, bei den ersten Metern in der Bahn. Taumelnder Gang, sie zittert, schwankt und schließlich bricht sie mir ein. Ich bringe sie zurück, vielleicht darauf blutiger Durchfall, Schaum vor Maul, genau wie bei den beiden Dreijährigen. Und einen Fütterungsfehler halten Sie für ausgeschlossen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich passe doch selber ganz genau auf. Herr Doktor, am Sonntag ist Rennen. Herzdame ist Favorit. Das Rennen ist mit 30.000 Mark dotiert. Können Sie sich vorstellen, so ein Pferd, das behandelt man doch wie... Naja, wie eine Diva. Und jetzt passiert plötzlich diese Schweinerei. Nein, dann wollen wir sie uns erst mal ansehen. Uli, nimm mal die Tasche. Ja, wie ich erwartet habe, starke Untertemperatur.
Kleiner Puls, kaum vernehmbar. Wer ist denn der Besitzer? Herr Budwieser. Was glauben Sie, was ich vorhin am Telefon von dem zu hören bekommen habe? Der Mann macht mich natürlich für alles verantwortlich. Der wollte schon die Kriminalpolizei verständigen, weil er glaubt, die Konkurrenz steckt dahinter. Um Herz Dahme aus dem Rennen zu bringen, glaubt er, hat hier irgendjemand was eingegeben. Kommt denn überhaupt jemand an das Pferd ran? Ja, ausgeschlossen ist das natürlich nie. Da drüben hat der Rennstall Keller ja an seine Boxen. Selbstverständlich kommen die Jungen zu uns rüber und die Burschen von uns zu denen, aber die Jungs sind in Ordnung. Was heißt also, einen Verdacht habe ich zwar. Na? Wir haben einen neuen Pferdepfleger, bei dem bin ich nicht ganz sicher. Aber soll man dem gleich so eine Schweinerei zutrauen? Ja, dann machen wir erst mal den Kreislauf. Schnell hochtreiben. Hallo, Chef. Ja, jetzt fängt Schwarzbeere auch schon an. Wir mussten abbrechen, ein leichter Galopp und dann war es aus. Jetzt zittert sie, als ob sie Krämpfe hätte. Ach Gott, ist denn hier der Teufel los? Genau dasselbe. Sind Sie der Pferdepfleger? Ja. Was haben Sie denn heute früh gefüttert? Das Übliche, nur Hafer und etwas Melasse. Rühren Sie nichts an, ich nehme mir nachher eine Futterprobe mit. Das ist ja merkwürdig. Nun machen wir erstmal bei Herzdame eine Magen- und Darmspülung. Wir müssen systematisch vorgehen. Ja. Kotprobe, Urinprobe und Speicheltest. Uli, lauf mal in den Wagen, hol mal ein paar Plastikdosen. Ja, in Ordnung. Ja, hier stimmt was nicht. Magen- und Darminfektionen, die können ja epidemisch auftreten. Aber dann haben die Tiere keine Untertemperatur, keinen Schaum und keinen Krampf. Das ist eine akute Vergiftung. Hey, bist du der neue Stalljunge? Noch nicht, aber wenn Sie mich engagieren, mit dem größten Vergnügen. Entschuldigen Sie bitte. Aber bitte, das macht doch nichts. Mein Name ist Ulrich Hofer. Wenn mal was los sein sollte mit Ihrem Pferd, dann rufen Sie mich doch gerne an. Mein Vater ist nämlich Tierarzt. Ein schönes Pferd haben Sie. Ja, das ist Boyar. Ich muss noch was tun, verzeihen Sie bitte. Das ist natürlich einfach. Ein Stückchen Zucker mit irgendeinem Toxin getränkt und so nebenbei dem Pferd gegeben und schon ist es passiert. Ja. Hier ist warmes Wasser, Herr Doktor. Brauchen Sie sonst noch was? Nein, danke. Die Dosen. Ja, stell ab und dann trab gleich noch mal los. Ruf Mutter an. Wir kommen hier vor abends nicht weg. Sie soll die Fleischbeschau abbestellen. Ja, wo ist denn hier das Telefon? Hey, gehen Sie mal mit Stoll und zeigen Sie dem jungen Herrn das Büro. Ja, kommen Sie mal mit. Kann man nicht denken, dass der Mann ein Schlitzohr ist. Ja, wissen kann man nichts. Aber ich muss erst mal einen Befund haben. Ich glaube, ich muss den Beruf wechseln. An mir klebt das Pech. Wenn ich nur irgendwo in einen Stall komme, fängt schon das Unheil an. Kolik, Lahmheit, Husten. Alle sehen mich schon so misstrauisch an. Ach, Sie sind noch nicht lange hier? Nee, ich war erst drüben im Stallkeller, Jan, aber da haben Sie mich abgeschoben. Und hier wird's wohl auch nicht lange dauern. Ach, wir müssen ums Haus rum, ins Büro. Herr Stoll, ja? Haben Sie ein bisschen Zeit? Ja? Reiben Sie doch Boyar mal trocken. Mach ich, Fräulein Sibylle. Führen Sie nur in die Box. Wer war denn die junge Dame? Mein Katz. Kennen Sie nicht die Katzbetriebe? Hotel Excelsior, Haus Burgund, die Schwarzwaldterrasse. Der Alte hat vielleicht Putt-Putt. Die Mutter ist eine Italienerin. Oh, schicke Person. Kann man wohl sagen. Trainiert hier jeden Tag. Springen. Nicht doch, Herbert. Im helllichten Park. Das ist die liebe Lenchen. Was ist, hast du mitgebracht? Nee, noch nicht. Brauchst du es so nötig? Ja, du weißt doch, mit freiem Kopf arbeitet sich's leichter. Ja, Jungchen, ein bisschen wird das dauern. Ich muss erst das Sparbuch kündigen. 3 Tage wirst warten müssen. Ein bisschen hättest du doch mitbringen können. 50 Mark kann ich dir geben. 50 Mark, du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Siehst du, du bist gleich wieder so. Na, ein bisschen mehr hättest du ja auch flott machen können. Du weißt doch, wie sehr ich in der Klemme sitze. 3 Tage. Wenn ich vom Heiraten rede, hast du es auch nicht so eilig, ne? Das ist doch ganz was anderes, eine reine Terminfrage. Weißt du, wenn der Laden erst mal richtig läuft und man kann ein paar Sachen dazu kaufen, gut. Was hat eigentlich die Frau Doktor gesagt, als du gekündigt hast? Na ja, hat sie gesagt. Vielleicht hat sie nicht richtig dran geglaubt. Du, das war furchtbar schwer für mich, wo ich doch wie ein Kind im Haus bin. Sie hat einen richtigen Schreck bekommen. Na ja, und dann hat sie gemeint, sie findet es richtiger, wenn wir erst heiraten und dann zusammenziehen. Das kann ich mir denken. Und ich kann dann sehen, wie ich alleine fertig werde. Nein, nein, Lenchen. Am nächsten Ersten packst du deinen Kram und dann kommst du zu mir. Dann weißt du doch wenigstens, für wen du arbeitest, ne?
Guten Tag, Frau Doktor. Ach, Frank. Ist Uli da? Nein, der ist noch mit meinem Mann unterwegs. Na, komm rein, komm. Was Besonderes? Eigentlich nicht. Ich werde nur wieder mal mit Mathematik nicht fertig. Na, ich wette, Uli hat auch noch nicht deinen Strich gemacht. Er ist schon seit Mittag in Dobernheim, draußen bei den Pferden. Was, da sind Sie hier ganz allein? Ha, was soll ich machen? War ein ganz komisches Gefühl. Jetzt, wo auch Bärbel nicht mehr da ist. Ist sie gut weggekommen? Ah, mit ein paar Tränchen zum Abschied. Von uns allen. Na, jetzt ist sie bestimmt schon in Bonn. Sie wollte mir eigentlich gleich schreiben, aber das wird sie garantiert vergessen. Herrgott, Frau Doktor, entschuldigen Sie, ich stehe hier rum. Geben Sie her, das mache ich. Ach nein, lass das mal. Warum denn? Glauben Sie, das kann ich nicht? Aber ich bin doch gleich fertig, nur noch auswegen. Gut, helfe ich Ihnen dabei. Dass Sie das alles alleine machen. Na, was soll ich tun? Lenchen ist auch weg. Besorgung, Einkäufe. Wenn ich da an meine Mutter denke. Erstmal schläft sie bis 10, dann wird eine Stunde lang telefoniert. Dann kommt die Masseuse. Nur Glück haben sie mir sie zum Mittagessen. Von 4 bis 6 wird Bridge oder Canasta gespielt. Abends gibt's dann Krach mit Vater und seit 2 Jahren reden sie jeden Abend bis zum Einschlafen über die Scheidung. Überschrift Familienleben. Tja, verstehe. Ist schwer für dich. Was glauben Sie denn, warum ich so gern bei Ihnen bin? Übrigens, ich habe gelogen. Ich habe Mathematik längst fertig, aber zu Hause ist wieder so eine Stimmung. Ich halte es einfach nicht aus. Dann bleib doch hier, Frank. Willst du mit uns zusammen essen? Ja, wenn ich darf. Na, ist doch klar. Ich hoffe nur, dass meine beiden Männer vor Mitternacht noch mal zurückkommen. Wenn ich erst mal die Schule und das Abitur hinter mir hätte. Ja, und dann? Dann schnell was werden, auf eigene Füße kommen, eine nette Frau suchen. Schade, dass Sie schon verheiratet sind, Frau Doktor. Sprich doch mal mit meinem Mann. Kannst ja mal um meine Hand anhalten. Frau Doktor, das mache ich. Ja, das wird Lenchen sein. Mit der habe ich auch Kummer. Die hat mir heute gekündigt. Ach, dann habe ich das Waschpulver vergessen. Ich habe schon keinen Kopf mehr. Ha, endlich, Lenchen. Uli hat gerade angerufen. Mein Mann kommt nicht vor 8 zurück. Ich nehme an, die beiden werden dann großen Hunger haben. Ja, aber sie hatten doch auch noch keinen Mittag. Machen Sie uns ein richtiges warmes Essen, ja? Und Frank ist da, der isst auch mit. Ja, ich mach's schon. Ach ja, und dann, Lenchen, wir hatten heute Vormittag ja keine Gelegenheit, weiterzusprechen. Ist es Ihnen wirklich ernst mit der Kündigung? Ja, ich hab mir so gedacht. Wissen Sie, Lenchen, ich rede Ihnen da nicht rein. Wenn ihr euch wirklich liebt und zueinander passt, warum nicht? Ich habe da nicht das Recht, Sie zu halten. Aber überlegen Sie sich noch einmal alles in Ruhe. Und seien Sie vorsichtig mit Ihrem Geld. Sie haben dafür schwer arbeiten müssen. Ja, wenn ihr gleich heiraten würdet, dann... Er will mich ja heiraten. Ja, aber erst wollen Sie ihm das Geld geben, damit er seine Schulden bezahlen kann. Er hat sich ein bisschen übernommen, der Herbert, weil der Laden so teuer war. Hören Sie mal, Lenchen, schicken Sie mir Ihren Herrn Walter doch morgen mal vorbei. Schließlich gehören Sie doch so gut wie zur Familie. Wir haben Sie alle gern. Soll er doch mal mit meinem Mann oder mit mir darüber reden? Also, ehe hier nicht klare Verhältnisse herrschen, lasse ich Sie nicht einfach gehen. Haben wir uns verstanden, Lenchen? Vielleicht ist das besser so. Soll er reden? Also, morgen nach der Sprechstunde soll er mal vorbeikommen. Ja? So, und jetzt machen Sie für unsere Männer was zu essen. So, das machen wir wieder. Schwerstarbeit, aber ich glaube, wir kriegen sie alle 4 durch. Herr Doktor, das werde ich Ihnen nie vergessen. Die Rechnung werden Sie auch nie vergessen, mein Lieber. Die wird nämlich gesalzen. Uli, was kostet du denn die Stunde? Ich arbeite auf Gegenrechnung. Nach dem Abi jeden Tag eine Reitstunde bei Herrn Hürtgen. Von mir aus herzlich gern, Uli. Jederzeit. Ja, fein. Ja, Doktor, wie läuft's denn nur weiter? Soll ich Nachtwache stellen? Ja, Herzdame soll die Nacht hochgebunden werden. Ich möchte nicht, dass sie sich niederlegt. Aus der ärgsten Gefahr ist sie heraus. Aber das Schwierigste beginnt ja erst. Es wird eine lange Nacht, bis ich den ganzen Scheißdreck untersucht habe. Uli, komm, bring das mal alles in den Wagen. Und ruf Mutter an, dass wir in einer knappen Stunde zu Hause sind. Hast du was gefunden? Nichts Entscheidendes. Zweifellos ein Alkaloid, aber was für eins... Das muss aber ein stark reizendes Gift sein. Ich halte es für ein Opiat. Ich bin neugierig, was die im Institut feststellen. Sag mal, willst du nicht einfach das ganze Zeug rüberschicken? Nee, du. Die Blutbilder möchte ich selber machen. Dabei sehe ich schon gar nichts mehr. Kannst du nicht einen schönen, starken Kaffee kochen, mein Mädchen? Ja, mach ich. Ein tolles Weib, sage ich dir. Schwarze Haare, elegant, einfach Rasse, du. Wie angegossen saß die auf ihrem Pferd. Eine richtige Amazone. Sibylle Katz, die Tochter von den Katzbetrieben. Katz? Dann kann sie doch keine Rasse haben. Kenn doch einen ollen Katz.
Du, der sieht aus wie ein Schweinskopf in Gelee. Dann hat sie es eben von der Mutter, das ist eine Italienerin. Nein, die sieht einfach fantastisch aus, du. Mich hat sie zuerst für den Stalljungen gehalten. Ja, so wie ich rumlief, ne? Ja, und dann? Nichts weiter. Ach so, und ich denke, jetzt kommt noch ein ordentliches Fund. Na, auf jeden Fall hat sie mich ganz schön abgeschossen. Blattschuss, Halali! Halali, bleib auf dem Teppich, du. Wie alt ist sie denn? Weiß nicht, so 19, 20. Ach, da werde ich dir mal was sagen. Dann hat die längst ein festes Verhältnis oder ist verlobt. Da kannst du nicht landen. Na, das wollen wir erst mal sehen. Am liebsten möchte ich morgen wieder hin. Sie trainiert für Springturnier. Mhm. Morgen scheinbar einen französischen Aufsatz. Eat good. Ach, den verhaue ich sowieso. Mal sehen, vielleicht kann ich Vater rumkriegen und er lässt mich schwänzen. Dann sehe ich sie ja wieder. Ja, und Ruth? Ach, Ruth, ja. Weißt du, Ruth ist ein feiner Kerl, ja, aber... Aber wenn man so 2 Jahre lang fest miteinander befreundet ist, dann schmeckt das schon verdammt nach Familie. Wie ein alter Keks. Nein, es wird höchste Zeit, dass mal wieder Frühling ins Land kommt. Übrigens, Lenchen hat's auch mal wieder erwischt. Ja, sie will gleich heiraten. Hat uns gekündigt, aber bei der ist das reine Torschlusspanik. Na, was heißt Torschlusspanik? Torschlusspanik, du Esel. Das hat nicht mit Fußball zu tun, sondern mit dem Hormonhaushalt des menschlichen Körpers. Wenn du was von Biologie verstehst. Biologie ist nicht mein Fach. Und wen will sie heiraten? Herrn Walter, den Elektriker. Mit den? Aber die ist doch sowieso irre. So eine Perle von einem Mädchen und so ein prima Mensch. Und der ist so eine ganz fiese Möppe, ist das. Ja, wo die Liebe hinfällt. Bitte? Hoppe, hoppe, Reiter. Du, ich hau dich gleich zusammen. Mitten in die Katzbetriebe. Lass du auf, ha? Aua! Du, warte, hör mal auf, du. Der Walter will Lenchen heiraten? Ja. Kann er ja gar nicht. Wieso? Der hat doch schon eine Frau. Mach keinen Quatsch, der ist schon verheiratet? Ja, bestimmt. Warte mal, wann war denn das so? Vor einem Jahr. Ja, da hat er bei meinem Vater im Betrieb irgendwas gemacht. Irgend so elektrische Anlage, was weiß ich. Na, daher kenne ich ihn doch überhaupt. Kam immer wegen Vorschuss, weißt du? Seine Frau wäre noch in der Zone, er müsste ihr dauernd Pakete schicken. Ja, und Bilder hat er uns auch gezeigt von ihr. Mensch, das ist ja ein Ding. Das haut Lenchen bestimmt um, aber vielleicht bleibt sie dann bei uns, du. Sofort Sondermeldung. Oh, fein. Danke dir, mein Mädchen. Bist du denn gar nicht müde? Oh, nicht so sehr. Ist auch kein Wunder, du hast den ganzen Tag nichts getan. Du! Ah, die lieben Eltern machen Kaffeestündchen. Kann man schon die Ergebnisse erfahren? Na, es ist alles noch unklar. Mutter meint, es wäre ein Opiat. Und du? Bin nicht sicher. Ach, die Sachverständigen sind sich also nicht ganz einig. Pass mal auf, Vater. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich fahre morgen mit nach Dobernheim und werde mich mal ein bisschen mit diesem Herrn Stoll anfreunden und spiele ein bisschen Privatdetektiv, ja? Aber morgen Vormittag hast du doch Schule. Ach was, Vater wird mir eine Entschuldigung schreiben, kleiner grippaler Infekt oder so. Den Deibel werde ich tun, du gehst in die Schule, da draußen werde ich jetzt alleine fertig. Aber lass uns doch mal darüber reden. Wenn du mich mitnimmst, dann garantiere ich dafür die Wiederherstellung des häuslichen Friedens. Unser häuslicher Frieden war doch nie gestört. Noch nicht, aber er ist gefährdet. Jetzt komm, Karten auf den Tisch, also was ist los? Also gut, wenn du mich mitnimmst nach Dobernheim, dann könnte ich vielleicht auf Lenchen einwirken, dass sie ihre Kündigung zurücknimmt und den Herrn Walter nicht heiratet. Raus, ich mache keine faulen Geschäfte. Na gut, gut, bitte, bitte. Wird Lenchen eben gehen, Herrn Walter heiraten und wir sind sie los. Uli! Uli, komm mal zurück. Hast du etwa mit Lenchen gesprochen? Kein Wort. Wie kommst du denn auf diese Idee? Lenchen wird Herrn Walter nicht heiraten, weil der schon verheiratet ist. Ist schon verheiratet? Na, komme ich nun mit zum Rennplatz oder muss ich zur Schule? Beeil dich schon, du Gauner! Fertig, Fräulein. Aber heute müssen Sie noch mal den Weg an die Hecke entlang.
Na, mein Fräulein, das geht wohl noch nicht so, wie es einem jungen Mädchen gehen sollte, was? Wie war denn die Nacht? Oh, verhältnismäßig ruhig. Auch Schwarzbeere und die beiden Dreijährigen sind wieder besser dran. Aber jetzt sagen Sie mir nur, Doktor, was ist bloß mit den Tieren passiert? Also, das will ich Ihnen genau sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe die halbe Nacht am Mikroskop gesessen mit meiner Frau und Blutbilder angefertigt, Analysen gemacht, bis wir mit unserem Latein zu Ende waren. Ein Teil der Proben ist ja noch im Institut. Glauben Sie immer noch, dass es eine kriminelle Kiste ist? Ich habe mal meinen Jungen mitgebracht. Der soll sich mal den ganzen Tag hier rumtreiben. Uli ist ein heller Kopf. Vielleicht kriegt der was raus. Bravo! Sehr gut. Er ist ja ganz schön in Form, nicht wahr, Freundin Sibylle? Danke, es geht. Sagen Sie, wann ist denn nun eigentlich das Turnier? Am Sonntag um 3 Uhr. Ist ja nur ein kleines, mehr so ein Vereinsturnier. Na, dann werde ich hier sein und Ihnen die Daumen halten. Dann kann ja nicht schief gehen. Sie haben mir doch den Stalljungen von gestern nicht übel genommen. Ach was, was? Ich sagte ja, bei Ihnen wäre ich's gern. Passen Sie bloß auf, dass das Pferd nicht krank wird. Mit Herzdame und Schwarzbeere ist das eine ganz schlimme Sache. Ja, ich hab's gehört, schlimm. Oh, halten Sie es mal bitte. Ja, was? Lass das mal, Boyar. Was denn, der frisst das Zeug? Ja, soll er aber nicht. Das ist doch Eibe oder sowas. Schmeckt doch ganz bitter. Sagen Sie mal, kommen die anderen Pferde hier etwa auch vorbei? Ja, seit 4 Tagen müssen wir alle diesen Weg nehmen. Der Hauptweg da drüben ist gesperrt, Bauarbeiten. Moment, Moment, jetzt muss ich mal Botanik repetieren. Eibe, 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 das ist ein ganz starkes Gift. Mensch, da zerbrechen wir uns seit gestern Abend den Kopf. Mein Vater, Herr Hürtgen und ich. Also, wenn wir durch Sie jetzt die Lösung gefunden haben. Wer ist nun eigentlich angestellt bei den Leuten, du oder ich? Man kann doch mal vorbeigehen und reden. Schon wegen dem Eindruck. Aber Lenchen, was gehen mich die fremden Menschen an? Jüngchen, so darfst du nicht reden, du bist doch Geschäftsmann. Vielleicht brauchen Hofers mal einen neuen Eisschrank oder eine neue Lampe, damit wir bei uns kaufen, wenn du ein bisschen nett bist und freundlich. Komm, lass mich mal hinter den Ladentisch. Ich werde dir mal zeigen, wie ich reden werde, wenn ich erst Frau Walter bin. Ach, guten Tag, Frau Biederstein. Na, wie geht's denn? Was machen die Kinderchen? Na, fein. Ja, was soll's denn sein? Ach, eine Küchenlampe wollen sie. Ach, da haben wir wunderbare Lampen, wissen Sie, da kocht das Essen ganz von alleine. Ja, so was Schönes und Helles. Und gucken Sie mal, so billig. Aber natürlich, mein Mann wird sie Ihnen morgen früh gleich anmachen. Heute Nachmittag haben wir ein bisschen viel zu tun, ja. Ja, das Geschäft geht sehr gut, vielen Dank. Ja, ich bin wirklich sehr glücklich. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Kuschke, ich bin der Gerichtsvollzieher. Sind Sie Herr Herbert Walter? Ja. Es handelt sich hier um einen Zahlungsbefehl über 575 Mark von der Firma Neumann und Schröder. Ja. Es handelt sich um die eingebauten Regale hier. Siehste, Lenchen, jetzt haben wir den Salat. Wenn du das Geld früher abgeholt hättest... Bitte, aber so viel kannst du haben, das habe ich in bar. Kannst du heute Nachmittag gleich mitnehmen, wenn du bei Hofers vorbeigehst? Nachmittag? Nee, nee, da komme ich gleich mit. Sagen Sie, können Sie in einer Stunde noch mal wiederkommen? In einer Stunde? Ja, danke. Dankeschön. Wir wollen nämlich heiraten, wir beide, der Gerichtsvollzieher. Wie lange geht denn das schon? Der Weg ist schon über eine Woche gesperrt, Chef. Warum hat mir denn keiner von euch Idioten was davon erzählt? Das hat uns ja keiner gefragt. Schwarzbeere hat auch immer von dem Zeug gefressen, wenn wir da vorbeikamen. Wie oft habe ich euch schon gesagt, dass die Pferde draußen nichts fressen sollen? Verdammt nochmal!
Herr Hürtgen, mein Vater ist nicht zu Hause. Ich habe eben mit meiner Mutter telefoniert. Sie erwartet ihn jeden Moment zurück. Das Beste wird sein, ich fahre jetzt auch nach Hause und rufe Sie dann gleich an. Das Zeug hier nehme ich mit. In Ordnung, Uli. Gut. Herr Hofer? Ja? Wenn Sie in die Stadt wollen, kann ich Sie ja mitnehmen. Oh, das ist sehr nett. Dankeschön. Ich wohne am Stadtrand im Mühltal. Los, steigen Sie ein. Danke sehr. Sie haben aber einen schönen Wagen. Ja? Ja, ich schreibe gleich mit, Herr Inspektor. Also, Walter, Vornamen? Herbert Ernst Karl, geboren am 16.04.1929 in Stettin. Ja, und verheiratet am 6.10.1952 mit Hannelore Hoberg in Wismar. Hübsch wohnen Sie hier. Ja, also vielen Dank, dass Sie mich hierher gebracht haben. Das war wirklich furchtbar nett von Ihnen. Ja, sehen wir uns noch mal? Vielleicht am Sonntag nach dem Turnier. Da wird immer noch ein bisschen getanzt. Oh, ich komme ganz bestimmt. Also nochmals vielen Dank und auf Wiedersehen. 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 Donnerwetter, du hast ein rasantes Tempo. Tja, das ist eben so meine Art. Na, wie war's denn in der Schule? Schönen französischen Aufsatz geschrieben? Ja, na komm, mein Kleiner. So, in einer Woche, dann sehen wir uns den Burschen noch einmal an. Also dann bis Donnerstag. Bitte sehr. Also dann auf Wiedersehen, Herr Doktor. Wiedersehen. Tag, warten. Ah, du bist schon zurück? Ja, hier. Was soll das? Ja, danach hast du die halbe Nacht gesucht. Reibe, Taxus baccata. Wo hast denn das her? Das ist giftig. Ja, vom Rennplatz. Davon hat Herzdame gefressen. Und Schwarzbeere und die beiden anderen auch. Eibe. Natürlich, das ist ein starkes Alkaloid. Und das kann sogar tödlich wirken. Junge. Aber welcher Trottel lässt sowas auf dem Rennplatz stehen, wo Pferde alles anknabbern? Ja, das stand auf dem Nebenweg. Da mussten die Pferde vorbei, weil der Hauptweg gesperrt war. Gerda, hör mal! Ach, lieber nicht. Was ist los? Mutter hat Besuch. Lenchens Herr Wanter ist bei ihr. Da wollen wir lieber nicht hören. Ich verstehe das alles durchaus. Ich will Lenchen auch gar nicht zurückhalten. Von mir aus kann sie gerne heiraten, nur... Was wird Ihre Frau dazu sagen? Meine Frau, ja. Ja, Ihre Frau. Sie heißt doch Hannelore, nicht wahr? Und ist eine geborene Hoberg. Sie sind doch verheiratet, oder nicht? Frau Doktor, die ganze Angelegenheit ist so, ich bin zwar noch verheiratet, aber meine Frau ist drüben. Natürlich kann man so etwas gar nicht mehr eine Ehe nennen, aber... Ich für meine Person, ich habe ja auch niemals von einer Heirat gesprochen. Es war immer Lenchen, die sagte, wann werden wir heiraten? Wirst du mich wirklich heiraten? Das fiel mir schon wirklich auf die Nerven. Sie haben mir aber nie gesagt, dass Sie schon eine Frau haben. Wissen Sie, dass das ganz nah an Heiratsschwindel grenzt? Also jetzt will ich Ihnen mal etwas sagen, Herr Walter. Sie gehen jetzt in die Küche zu Lenchen und ich lasse Sie beide ganz allein. Und da werden Sie ja alles sagen, wie es um Sie und die Heirat steht, verstanden? Und wenn Sie sich unterstehen sollten, jetzt noch einen Pfennig Geld von dem Mädchen anzunehmen, dann werde ich massiv. Und das wird nicht sehr angenehm für Sie werden. Also, bitte. Ich bin jetzt neugierig, was Mutti dazu sagt, du. Ach, Uli, du bist schon da? Wie ging's? Na, der Sünder hat gestanden, jetzt ist er bei Lenchen. Viel Vergnügen. Du, schau mal, was der Lausebengel mir aus Dobernheim mitgebracht hat. Was ist denn das? Eibe, mein Mädchen. Taxus baccata. Das haben die Pferde gefressen. Was? Ja, das ist giftig und ich, Rindvieh, bin nicht drauf gekommen. Ja, und du hast das entdeckt, Uli? Ja, man hat eben so seine botanischen Kenntnisse, nicht? Na, dich lasse ich noch mal studieren, mein lieber Karl. Da denkt man, man hat einen gescheiten Mann, kocht ihm nachts noch einen starken Kaffee und dann... Lenchen.
Lenchen. Lenchen, nehmen Sie es doch nicht so tragisch. Das geht ja vorüber. Hm? Es gibt ja noch mehr Elektriker. Das ist ja nicht deswegen. Aber schöne neue Kartoffelschüssel. Weißt du, was ist? Ich habe sie ihm auf den Kopf geknallt und gesehen. Ach, Lenchen.